Willkommen in meiner Red Kitchen. Ich bin die Sonja und heute zeige ich euch wieder ein neues Rezept. Ich habe mir überlegt, ich mache heute einen Salat, der passt gut auf ein Buffet, der passt gut zur Schweinshaxe. Und zwar mache ich einen Spitzkohlsalat mit Speck und Sahnedressing. Und das geht einfach und das will ich euch jetzt zeigen. Für den Salat brauche ich Karotten, Zwiebeln, Spitzkohl, frische Petersilie und dann brauche ich noch Zucker, Sahne und Sellerie und für den Geschmack Pfeffer, Salz, Essig und Speck. Jetzt legen wir los. Den Speck in feine Streifen schneiden und anschließend in der Pfanne kross anbraten. Danach muss ich noch die Zwiebeln schälen und fein würfeln. Die gewaschene Petersilie fein hacken und zu den Zwiebelwürfeln geben. Jetzt zu den Erdgenossen. Das Wurzelgemüse, also die Möhren und der Sellerie, schälen und auf der Reibe grob raspeln. Und nun wird es für meinen Spitzkohl schmal. Den hobel ich in feine Streifen. Obendrauf kommt jetzt mein großer Speck. Gleich ist mein Salat fertig. Dann würze ich noch mit Zucker, Salz und Pfeffer. Außerdem gebe ich den Essig und die Sahne dazu. Den Spitzkohl gut durchkneten oder gut durchmischen und eine Stunde ziehen lassen. Den Salat lege ich mir jetzt auf meinen Teller neben meine Haxe und dann lasse ich es mir richtig gut schmecken. Falls jetzt die Schweinshaxe fehlt, kann ich euch auch meinen Linsensalat oder den Nudelsalat mit Rucola-Pesto empfehlen. Bis zum nächsten Mal!